Hier in diesem Experiment geht es darum, zu zeigen, dass es zwei verschiedene Arten von Ladung gibt, die wir heute positiv und negativ nennen. Dazu haben wir zwei Glas- und zwei Kunststoffstäbe. Durch Reibung wird hier Ladung erzeugt auf dem Kunststoffstab und wir merken eine anziehende Kraft zu dem Glasstab, der sich bewegen kann, der aber vorher nicht gerieben wurde. Wenn wir einen weiteren Glasstab reiben, alles am Ledertuch, kommt es auch zu einer anziehenden Kraft. In dem zweiten Teil des Experimentes reiben wir den Glasstab hier an der Seite, die rot markiert ist, bringen diesen Stab wieder frei gelagert auf diese Spitze. Jetzt der Kunststoffstab gerieben, führt zu einer anziehenden Kraft zwischen dem geriebenen Glasstab und dem geriebenen Kunststoffstab. Ein weiterer Glasstab wird gerieben und wenn man ihn jetzt in die Nähe des vorher ebenfalls geriebenen Glasstabes hält, kommt es zu einer Abstoßung. Das entsprechende Experiment kann man durchführen mit dem Plastikstab, der sich in diesem Fall frei bewegen kann. Die Folgerung aus diesen Experimenten muss sein, dass wir zwei verschiedene Arten von Ladungen haben, positive und negative. Details und Hintergründe in der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus im ersten Kapitel.